Sind viele aus deiner Klasse nicht anwesend? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich bin ja auch nicht anwesend. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die jetzt nicht gefragt, weil die sind mir eigentlich relativ egal. Boah, meine Wimperbürste, dir ging es auch schon mal besser. Very interesting. Macht irgendwer von euch seine Augenbrauen mit Seife? Zufällig? Das riecht saugeil. Das riecht richtig geil. Deine Nägel willst du nicht neu machen? Nee, ich will die so lassen. Ich find's richtig schön. Gefällt mir richtig gut so. Sind wir mal gespannt, wie das aussieht, wenn es richtig geschminkt ist gleich. Könnte interessant werden. Was machst du jetzt, wenn du nicht zur Schule gehst? Ich mach trotzdem Schule. Also jetzt denken wahrscheinlich viele von euch, jo, warum chillst du nicht? Aber ich mach die Sachen, so die Themen, die wir haben, behandle ich trotzdem. Ich erarbeite mir die selber. Oh, kannst du deinen Wecker einfach mal ausmachen, wenn du eh wach bist? Dein Ton macht mich so aggressiv. Okay. Was? Nerv mich nicht. Nee, aber ich mach die Sachen trotzdem, damit ich zeigen kann, jo, ich hab was gemacht, ihr Penner. Und ja, da mache ich noch Haushalt, TikToks, ne? Warum hast du keine Schule? Ich habe Schule, aber ich kann nicht hingehen. Boah, jetzt ist hier dieses Ding abgebrochen. So eine Scheiße. Aber ich kann halt, wie gesagt, nicht hingehen, weil... Ja. Streik und so. Ja, Mann. Machen die nicht online? Nee, meine Schule ist so oldschool, Leute. Ich weiß gar nicht, wie die das zu Corona-Zeiten gemacht haben. Da war ich ja noch nicht da. Aber das muss eine Vollkatastrophe gewesen sein. Weil die Schule, die hat gar nichts, Leute. Die hat keinen Beamer, die hat nichts. Die haben wirklich noch so Tafeln. Und es ist gut, wenn da mal eine Kreide rumliegt. Dann ist es schon ein guter Tag. Also die arbeiten nur mit so Büchern, Schulbüchern. Und so, die sind ziemlich vercrackt. Meine Schule ist halt wirklich richtig asozial, Leute. Die Lehrer sind doch alle so ein bisschen stecken geblieben. Du musst vorher malen, dann Seife. Nee. Man bürstet immer zuerst hoch, sonst verbürstet man ja die Farbe. Aber ich glaube, ich muss es erst richtig antrocknen lassen. Ich glaube, sonst wird das hier nichts. Schatzi, du musst deshalb malen, vorher Seife. Alter, wenn ich Wasser und Seife auf meine geschminkten Augenbrauen mache, dann geht die Farbe ab. Ganz einfach. Willi, stehst du jetzt auf?
Wecker gestellt, damit man. Ich habe noch genau 80 Sekunden. Oh, verkackt. Wann muss Öli arbeiten? Er muss um 8 da sein. Wie spät ist es jetzt, Öli? Er muss um 8 da sein. Hm? 35, 36 stehe ich auf. Weil um 8 eigentlich deine Arbeit anfängt. Und vielleicht willst du es ja einmal schaffen, früh zu Hause zu sein. Hm, bis jetzt reißt mich das irgendwie noch nicht vom Hocker. Wo ist denn jetzt wieder mein Wimpernbürstchen hin? Gehst du zur Schule? Nein. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Wenn ich zur Schule müsste, dann wäre ich schon längst unterwegs. Einfach so ein Tennis-Stick. Die sind richtig gut, um kleine Haare zu greifen. Müsst ihr mal ausprobieren. Das ist wirklich richtig gut. Weil die viel feiner sind als so. Als so. Diese normalen Wimpernbürstchen. Egal, das kriegen wir noch geil hin. Keine Sorge, Leute. Das kriegen wir noch hin. Was für ein Augenbrauenstift ist das? Der ist kacke, Leute. Der ist von River Loves Me, so ein. So wie so ein Eyeliner für die Augenbrauen. Aber der ist wirklich. Der ist es nicht, Leute. Holt euch lieber den von NOAX. Zu wenig Farbe raus. Der ist kacke einfach. Also der ist einfach, ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Der bringt es einfach nicht. Also wirklich, der ist so kacke, Alter. Ich hasse den. Ich benutze ihn nur, weil ich nichts anderes da habe. Ganz einfach. Wir arbeiten gar nicht, Leute. Quatsch, ich war nicht mit Arbeit voll. Bitte, danke. Bitte, danke. Warum so unsympathisch? Was für unsympathisch? Weil ich muss die ganze Zeit sagen, musst du nicht arbeiten, musst du nicht arbeiten, musst du nicht arbeiten, musst du nicht arbeiten. Nein, muss ich nicht. Du machst den Titel, ich muss nicht arbeiten, danke. Irgendwie fühle ich das mit der Seife noch nicht so wirklich.